Und zugeschaltet ist jetzt Fokus-Kolumnist Jan Fleischhauer aus München. Und wir schauen auch noch mal auf München am Wochenende. Da gab es ja nicht nur die Sicherheitskonferenz, sondern auch eine große Friedensdemonstration in München. Und dabei wurde deutlich, dass es nicht mehr so große Berührungsängste mehr gibt zwischen links und rechts außen. Es ging eben darum, Waffenlieferungen zu stoppen an die Ukraine. Und es wurde zu Friedensverhandlungen aufgerufen. Wundert Sie, dass eben links und rechts außen sich da zusammenfinden? Na gut, das war ja immer meine These, ja, dass sich ganz links und ganz rechts wieder sehr nahe kommen. Berühmtes Hufeisen, ne? So. Ich weiß aber auch noch, wenn ich in deutschen Talkshows saß und das von mir gegeben habe, Riesenempörung auf der anderen Seite, also das Verharmlose, den Rechtsextremismus und links und rechts hätten überhaupt nichts miteinander zu tun. Jetzt muss man doch mal sagen, also spätestens, wenn man jetzt auf die Friedensdemonstrationen oder sogenannte Friedensdemonstration in München guckt. Also das berühmte Hufeisen ist gar kein Hufeisen, das ist ein Kreis. Ja? Also das findet sich ja nahtlos zusammen, was offenbar zusammengehört. Und Ihrer Meinung nach, worum ging es den Demonstranten? Wo haben die sich so eng zusammengefunden? Also natürlich, allen geht es erstmal um den Frieden. Ehrlich gesagt, ich kenne niemanden in Deutschland, der nicht für den Frieden wäre. Also auch diejenigen, die dafür sind, die Ukraine bis zur letzten Patrone aufzurüsten, sind ja am Ende für den Frieden. Nein, das große gemeinsame Band ist hier der Anti-Amerikanismus. Ja? Also Dieter Dehm von der Linkspartei trat dann ja auf die Bühne und stimmte einen seiner Evergreens an, also Ami Go Home, und die Menge fiel johlend ein, von links bis rechts. Das ist das, was alle verbindet. Der Anti-Amerikanismus. Es wurden also auch fröhlich Russland-Fahnen, ja, geschwenkt und Putin hilf und alles, was sozusagen zu dieser Putin-Folklore rechts und links gehört. Und der wahre Feind steht eben doch im Westen. Es ist die USA und die CIA, ja, die uns in diesen erbarmungslosen Krieg treiben. Schauen wir mal vor aufs nächste Wochenende. Da ist ja zu einer großen Demonstration aufgerufen worden von der linken Politikerin Sarah Wagenknecht und von Alice Schwarzer. Die haben eben eine Großdemonstration auch gegen weitere Waffenlieferungen für Friedensverhandlungen organisiert. Was ist denn hier zu erwarten, Ihrer Meinung nach? Naja, gab es ja so ein bisschen jetzt im Vorfelde die Frage, also wie willkommen sind die Kräfte der AfD. Hier sehen wir die beiden, also bester Laune angesichts des Schlachtens in der Ukraine. Und Frau Wagenknecht hat gesagt, naja, also natürlich, das war doch ganz klar, eine Friedensdemonstration, die schließt doch im Grunde immer rechtes Denken aus. Das ist ja so ein Evergreen bei den Linken, so wie Linke angeblich auch nie ein Antisemit sein kann, ja. Aber am Ende sind jetzt alle eingeladen, die für den Frieden sind. Das ist die Botschaft. Und ihr Ehemann, Oskar Lafontaine, hat sich ja auf YouTube auch nochmal hingesetzt und hat also, damit das auch jeder begreift, rechts und links der Mitte, gesagt, also alle Menschen reinen Herzens, ja, reinen Herzens, seien am Samstag willkommen. Das ist der große Friedensschluss. Das ist die Querfront. Das ist auch eines der Ergebnisse, glaube ich, die dann bleiben werden. Man weiß ja, dass Sarah Wagenknecht darüber nachdenkt, die AfD, sage ich schon fast, die Linkspartei zu verlassen, um dann eben eine neue Partei zu gründen, die sich aus beiden Parteien speist, aus der großen AfD und aus den Resten, die es bei der Linkspartei noch gibt. Und das wird genau so eine nationale, soziale Partei sein, ja, die dann eben auch diese beiden Extreme vereint. Sagt unser Kolumnist Jan Fleischhauer. Vielen Dank. Tschüss.